Hallo und herzlich willkommen zu Veronikas Seelenzauber, ein kleines Vollmond-Special-Spezial, wie auch immer, schlicht und ergreifend, weil ich es auch mitkriege, dass die Woche wirklich eine Herausforderung nochmal ist. Ich möchte da noch ein bisschen aufklären, ich möchte auch vielleicht nochmal medial reingucken, was dann der Vollmond uns beschert, da nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf schauen, was ist momentan los. Also ganz ehrlich, meine Lieben, bei mir trat der Verstand. Oder ist gestern der Verstand komplett durchdraht, heute auch nochmal so ein bisschen, heute ist es aber schon besser. Wenn ich quasi noch dran zweifelt, Medium zu sein, obwohl ich weiß, dass ich bin, und mir es auch von außen ständig bestätigt wird und bestätigt wird, sowohl als in Seelengesprächen, wie ich es gern nenne, also dass mir jemand was sagt und ich aber quasi da auf Seelenebene einfach was her und so zwischen den Zeilen lesen, nenne ich das ganz gern, oder eben, dass ich wunderbares Feedback kriege, quasi die Bestätigung und Bestätigung und Bestätigung kriege, und trotzdem ist der hier am Durchdrang gewesen gestern, extrem, heute ist besser gewesen, was das Ganze betrifft, und ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich da nochmal so reinfall in die Thematik Zweifel. Es ist aber normal, es ist normal, wenn du gerade da ein Problemchen hast oder jetzt gestern auch sehr kopflastig warst, es wird besser, wenn du es heute bist, dann wird es auch besser. Komm immer wieder zur Ruhe, mach einfach dein Ding weiter und schau immer wieder auf den Moment und vor allem mach Dinge, die dir gut tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Was ich durch einen Klienten unter anderem auch erfahren habe, oder eine Klientin, nein, ein Klient war es, freut mich übrigens närrisch, dass jetzt auch so viele Männer zu mir finden. Also das ist jetzt ziemlich ausgeglichen und das ist... Aha, jetzt habe ich einen Aha-Effekt. Schau, mach was, der Spaß macht und du kriegst deine Erkenntnisse, die du brauchst. Jetzt spinnt der Hund, falls gleich scheppert, dann wirft er alles um. Schwaschi? Was machst denn du? Weißt du selber nicht, gell? Genau, habe ich durch einen Klienten unter anderem erfahren und ich habe dann also ein bisschen rückblickend geschaut und das war tatsächlich bei mir immer so und darum ist es wahrscheinlich jetzt immer oder jetzt wieder so, wenn wir an einem großen Wendepunkt im Leben stehen, wenn wir an einem Punkt in unserem Leben stehen, wo es darum geht, eine große Stufe weiter zu marschieren, also ich sage einmal, dieses, du gehst natürlich immer weiter und irgendwo immer die Treppen hoch, wenn du diesen Weg tust, aber da haben dann, ich nenne es jetzt mal so, manchmal nimmst du dann drei Stufen auf einmal oder so eine riesige Stufen und die anderen haben ein bisschen kleiner. Wenn du so eine riesige Stufen quasi vor dir hast, dann ist das so, dann trat der, gibt dann einfach nochmal Vollgas, der trat dann nochmal komplett durch, weil er Schiss hat, weil er Angst hat, nimm deinen Geist in den Arm, der macht das nicht aus Boshaftigkeit, der hat einfach nur Schiss, der trat dann einfach so durch, weil er so, oh mein Gott, das Stufe, das können wir nicht gehen, das können wir nicht gehen, das können wir nicht gehen, oh mein Gott, da kann das Schlimmes passieren. Deswegen trat dein Geist da so durch und das passiert in der Regel eben, oder habe ich jetzt rückblickend, kann ich das bestätigen, passiert oft an so Lebenswenden, die groß sind, die von Bedeutung haben, da wo irgendwie einfach ein großer Schritt für dich zu tun gilt. Das ist momentan bei sehr vielen der Fall und auch bei sehr vielen, ich krieg's durch meine Klienten mit, bei sehr vielen ist das gar nichts irgendwie jetzt Weltbewegendes, was jetzt irgendwie eine frühere Inkarnation oder ein früheres Kindheitsthema oder sowas. Das habe ich gar nicht so im Feld momentan bei meinen Klienten, sondern ich habe es tatsächlich bei, ja, 80% sage ich jetzt einmal, stingern sie die Leute bloß selber im Weg und da gebe ich zurzeit Tipps, Prioritäten setzen, mach, was der Spaß macht, fang endlich an. Das sind so die Sachen, die ich so raushau momentan bei meinen Klienten und natürlich auch für mich mir ans Herz nehme und da für mich natürlich auch wieder was rausziehen kann. Prioritäten setzen zum Beispiel und ja, lass den durch dran, der hört schon wieder auf. Der hört auf, wenn er merkt, es bringt nichts. Das ist so wie in diesem, ich habe es in dem Video vorige Woche gesagt, in dem Liebe siegt immer, da wo ich über einen Rocky-Film unter anderem gesprochen habe, über den Creed 2, der hat abboxt, bis er fast hinüber gewesen war. Und, also der Drago-Typ hier, wenn du das Video nicht gesehen hast, schaust du, oh, Liebe siegt immer, glaube ich, heißt es.
Der ist quasi auch durchgedreht. Der hat auch nochmal Vollgas gegeben. Und dann hat er aber irgendwann gemerkt, es bringt nichts. Und dann hat er das Handtuch geschmissen und dann hat die Liebe gewonnen. So, der Creed in dem Fall. Oder der Creed Junior. Das ist das, was da gerade passiert. Der boxt und boxt und boxt gegen dich. Und wenn du aber nicht mit dem in den Ring steigst, beziehungsweise du einfach dran bleibst, wenn du einfach sagst, naja, was du da oben jetzt faselst, ist mir jetzt gerade wurscht, weil ich mache jetzt einfach mal mein Ding, beziehungsweise den dann auch mal einfach in den Arm nimmst und sagst, hey, beruhig dich, es ist alles gut, wir haben schon richtig, ich passe schon auf dich auf, dann wird der wieder Frieden geben und dann hört das auch wieder auf. Aber das ist normal, meine Lieben, dass da einfach nochmal dann hier Vollgas geben wird. So, also das jetzt schon mal vorab zu den aktuellen Energien. Ich habe, wie gesagt, du kannst da als Motivation nehmen, weil es momentan echt ein bisschen herausfordernd ist. Nimm da als Motivation ruhig das, was ich im Wochenausblick gesagt habe, dass man Anfang nächster Woche oder Mitte, Anfang nächster Woche sowas wieder ganz andere Energie im Feld haben, dass sich da unheimlich was lösen wird übers Wochenende. Durch diesen Vollmond, und da darf ich jetzt ganz gern nochmal genauer reinschauen, liebe Freunde der geistigen Welt. Könnt ihr mir da mal noch irgendwie Bilder schicken? Also, was ich da sofort sichte, wir haben wieder unsere Priesterin, wird mal wieder gesagt, die, wo wir im September-Ausblick gehabt haben, die uns quasi den ganzen September so ein bisschen begleitet. Da ich jetzt die Priesterin schon wieder gekriegt, das ist so bei mir tatsächlich einfach die berufliche Ebene. Ich habe im Wochenausblick ja gesehen, dass bei Singles das momentan wirklich sehr die berufliche Ebene ist. Bei Menschen in Partnerschaften ist es mehr die partnerschaftliche Ebene. Wenn du jetzt einen Partner an deiner Seite hast, dann schreib das ein bisschen um. Ich krieg so, weil es bei mir einfach Single Berufung. So. Insofern, was macht die Gute? Ich krieg wirklich, wenn ich nach dem Vollmond frage, nach dem Samstag ganz explizit frage, das kann natürlich plus minus 2 Tage, die Energien wirken nicht bloß am Samstag, die übergreifen auch immer ein bisschen. Da war die so und dann ist auf einmal ihr Kopf hochgegangen und ihre Augen aufgegangen. Also das sieg ich, krieg ich nämlich so wahr, also so ein Aha-Effekt, als eine Erkenntnis, als ein, ach das. Also das ist so. Die erwacht nochmal ein Stück weit, die ja, erleuchtet nochmal, beleuchtet nochmal ein Stück weit, die ist, die sieht einfach klarer. Diese Klarheit will da quasi am Samstag kommen, beziehungsweise ein, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal ein Stück weit ein Erwachen von, ich schaue nach innen, ich schaue nach innen und dann, ta, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Also das ist, momentan ist bei sehr vielen auch dieses, zirk dich mal ein bisschen zurück und kram mal ein bisschen in deiner Kiste rum, so ungefähr, und geh aber trotzdem unbekümmert raus. Das ist momentan auch so ein bisschen im Feld, danach kriege ich jetzt auch serviert. Das ist das, was du momentan machen darfst, sorglos, unbekümmert, einfach einmal da rausgehen und schauen, was passiert. So. Was hat's dann, ich möchte mit der Erkenntnis oder mit dem, kriege ich da noch ein bisschen mehr? Die erhebt sich, die steht auf. Das war jetzt ein starkes Bild, das war jetzt Power. Wir hatten es im Wochenausblick, dass der Stab, den die hat, der steht bei mir immer so ein bisschen für die Stärke, für zu leer ich gleich. Der steht ein bisschen für die Stärke, für dieses Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen vor allem auch. Wurzelchakra total. Und irgendwo auch diese männliche Kraft quasi, dass du eben nicht Opfer bist, dass du für dich einstehen kannst, dass du, ja, Power kriege ich da wirklich. Ich krieg da wirklich Kraft und Power und Vollgas rein. Also, was die mit dem Stab macht, der war so wackelig im Wochenausblick. Am Samstag rammt die den wirklich so in den Boden und das jetzt nicht irgendwie boshaft oder sonstiges oder so, sondern sehr kriegerisch, sehr. Das bin ich, Punkt. Also so, naja, nicht Punkt, Ausrufezeichen. Also Punkt hatten wir schon, Ausrufezeichen, aber wirklich 5 Ausrufezeichen. Ich krieg's auch barfuß rein, wird mir gerade gesagt, erdverbunden. Also barfuß ist bei mir immer so, ich bin so ein Barfußmensch total. Ich krieg die sehr, die ist mit der Erde verbunden und trotzdem aber auch nach oben. Also das ist so das Idealbild eigentlich.
Ja, das ist jetzt, das kann ich jetzt noch nicht interpretieren, dieses Bild oder deuten. Da ich kriege jetzt lauter so lilane Kreise um sie rum. Also schaut aus wie so Energie, Fluss, Kreis, Ding. Was passiert denn da, Freunde? Könntest du mir das ein bisschen erklären? Transformation, Grigirei. Entwicklung. Ist ja das, was ich die ganze Zeit schon sage. Wendepunkt im Leben, Entwicklung. Du entwickelst dich nochmal, da transformiert sich nochmal was. Da findet nochmal ein sehr tiefgreifender Wandel statt, aber wirklich ein großer, großer Wandel. Und können wir das irgendwie unterstützen? Das ist cool. Sich nach diesem Wandel hat die riesige Flügel. Wir haben den Film gesehen. Ben Affleck mit Damon. Wer ist da nur dabei? Die Sängerin ist, glaube ich, noch dabei. Wo die so gefallene Engel haben. Wenn jemand weiß, wie der Film heißt, ist ein bisschen ein skurriler Film, aber habe ich auch schon lange noch mal gesehen. Also Matt Damon, Ben Affleck, diese Sängerin, die Alanis Morissette ist, glaube ich, noch mit dabei. Und die haben da so riesige Engelsflügel. Da geht es auch um irgend sowas. Keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wie der Film heißt, schreibt es bitte unten hin. Da die gern wieder wissen. Also nach diesem Wandel, nach dieser Transformation, lass dir da auch Zeit, lass dir da Geduld. Das ist nicht gesagt, dass du das am Samstag schon checkst. Da werden dir aber riesige Engelsflügel wachsen. Was hat es mit den Flügeln auf sich? Kriege jetzt nichts Genaueres, Ray. Es bleibt wohl noch ein bisschen spannend, ein bisschen Überraschung. Darf ja auch mit drin sein. Kriege ganz arg die Klarheit aber, Ray. Also da wird er wirklich nochmal ganz arg was klar, da wird da einfach nochmal ganz bewusst klar, was es für dich zu tun gilt, was wichtig ist, wer du bist vielleicht. Vielleicht kriegst du auch so ein Riesen-Aha, was deine Berufung ist, wenn du jetzt Single bist. Wie gesagt, die in Partnerschaften, bitte münzt es auf den Partner um. Da kommt auch einfach irgendwas rein, wodurch du an Stärke gewinnst, wodurch du in eine tiefe Transformation kommst, wo du aber sehr geerdet rausgehen wirst und danach hast du Flügel. Und Flügel ist immer gut, weil mit Flügel kann man fliegen. Jetzt schau ich mal, kann man das am Wochenende dann irgendwie unterstützen? Ich krieg ruhig Blut rein, ruhig machen und dich selber nicht stressen. Eins nach dem anderen, Schritt für Schritt. Also wirklich einfach Ruhe bewahren, ist so der Tipp, den ich euch da jetzt mitgeben kann. Am Leben Zeit lassen, das kommt alles, das passiert alles und du bist dann auch bereit dazu. Und ich soll sagen, wir haben gerade in einem Wachstum. Schau bloß, ob ich noch was anderes kriege. Aber das ist ja eh schon, also. Ich sag einmal, das an einem Wochenende. Halleluja, Freunde. Das ist mega. Das ist einfach, du setzt da irgendwo dem Ganzen noch ein Krönchen auf. Das ist ein Riesenschritt, den du da wirst und das ist, da kannst du dann auch feiern. Also, definitiv. Weiter kriege ich es jetzt noch nicht. Das machen wir dann im Wochenausblick wahrscheinlich. Ist auch in Ordnung so. Dann belasse ich es jetzt mal da dabei. Auf jeden Fall. Die Klarheit wird kommen, du wirst wissen, was zu tun gibt, du wirst sowas von in deine Stärke, in deine Power kommen, dass da sogar Flügel erwachsen. So. Was ich eigentlich noch gern mit auf den Weg geben wollte, weil ich da, ich bin ja mit dem Crowley-Tarot sozusagen groß geworden, beziehungsweise ist das einfach mein Tarot, du kannst da aber auch jedes andere nehmen. Ich erkläre es jetzt anhand vom Crowley-Tarot, weil es einfach meins ist. Wenn du jetzt mit dem Rider-Waite arbeitest oder mit irgendeinem anderen Feen-Tarot, keine Ahnung was,
Übrigens, danke an den Menschen, dem ich diese Woche eine Fee servieren durfte. Ich habe jetzt meine auch kennengelernt. Weil ich da neugierig war und wissen wollte, ob ich auch so eine liebe Fee habe in meiner geistigen Führung, in meiner Mannschaft. Und dann ist da auch eine gekommen, die sehr quirlig und lustig unterwegs ist. Ja, ich sehe dich jetzt. Danke dafür. Zum Tarot zurück. Mir ist ja, oder ich wusste ja schon seit längerer Zeit, dass man quasi, man kann ja quasi mit der Quersumme von seinem Geburtsdatum ausrechnen, was man so für eine Lebenskarte hat, was man so für eine Karten einfach hat, also einfach die Zahlen zusammenzählen. Und die Quersumme ist dann quasi so deine Karten. Du kannst aber auch von Geburtstag zu Geburtstag quasi jedes Jahr ausrechnen, was in dem Jahr so deine Hauptlernaufgabe ist. War jetzt voriges Jahr bei mir, oder das letzte Lebensjahr sozusagen, war es der Gehängte, da davor die Lust, meistens geht das ja eins weiter dann. Das Jahr habe ich jetzt einen Tod quasi bis zu meinem Geburtstag 2020. Wie rechnest du das aus? Du nimmst dein Geburtsdatum, nehmen wir mal 16. Juli 2019, hast jetzt Geburtstag gehabt. So, ist ein Schorsch seins. Dann nimmst 16 plus 7 plus 2019 und so lang Quersumme, bis eine zweistellige Zahl rauskommt oder eine einstellige, je nachdem. Das ist dann dein Kärtchen. Also nehmen wir mal, oder würde jetzt, ich habe es beim Schorsch letztens erst ausgerechnet, auch weil ich es dann auch hinterfragt habe, aber ist jetzt wurscht. Nehmen wir mal, oder kommt 11 raus, die Lust, das ist so ein bisschen das Ängste zähmen und die Lebensfreude rausholen und das ist so ein bisschen die Thematik der Lust. Ist jetzt sehr, also ich mache das jetzt sehr einfach hier, weil es um das gar nicht so geht, um die Bedeutung, sondern mehr darum, was du damit machen kannst. Wenn du jetzt, was ich dann einfach festgestellt habe, wenn man dann die Quersumme wiederum nimmt von dieser Karte, wenn man jetzt eine zweistellige erwischt, zum Beispiel eben bei der Lust, dann wäre die Quersumme wieder die 2, also 11, 1 plus 1 ist 2, 2 ist die Hohepriesterin, die ihrer inneren Führung folgt, die einfach vorwärts geht, die da sehr medial unterwegs ist, auch die einfach, da geht es sehr um Intuition bei der Hohepriesterin. Und ich habe jetzt ein bisschen für mich rausgefunden, beim Tod wäre es jetzt quasi, ist 13, beim Tod geht es ja so, ich soll mich aufs Werden konzentrieren, dann kann das Alte sterben, beziehungsweise ich darf da vielleicht auch noch was Altes sterben lassen, bin fleißig dabei. Die Quersumme vom Tod ist die 4. So, also 1 und 3 ist 4. 4 ist die männliche Power, ist die Stärke, ist die Kraft, ist irgendwo, ja, diese männliche Kraft in dir. Mit dieser 4, mit dieser männlichen Kraft kriege ich den Tod hin. So, habe ich so rausgefunden. Letztes Jahr habe ich einen Gehängten gehabt. Das war die 12. 1 und 2 ist 3, die weibliche Kraft. Also diese Kaiserin ist das ja. Hätte ich jetzt das ganze Jahr schon gewusst, hätte mir ein bisschen leichter da. Ob bin jetzt drauf gekommen, darum halt jetzt leichter. Also wenn du da beim Teufel zum Beispiel 15, da ist 6 die Quersumme, die Liebenden. Da geht es meist um Herzensentscheidungen, folg wieder deinem Herzen, entscheid dich fürs Herz. Das ist so, damit kriegst du einen Teufel gewuppt. Also das ist genial, wie ich finde, wenn du da Bock drauf hast, zu wissen, was bei dir gerade ansteht, rechnet dein Geburtstag aus, mit der Jahreszahl, die jetzt quasi vorhanden ist, schau, was du für ein Kärtchen kriegst, wenn du jetzt bloß eine einstellige kriegst, ist das auch nicht schlimm, dann nimmst du einfach die. Bei zweistelligen kannst du wirklich da nochmal die Quersumme nehmen, ich bin's durchgegangen, von 10 bis 21, ich bin's durchgegangen, es passt immer, es passt wirklich immer, weil wenn man 16, der Turm hier, befrei dich aus dem Turm, aus dem Glockenturm, ne, Glockenturm ist keiner, aber wurscht, 16 ist die 7, der Wagen, du befreist dich, indem du deinen Weg tust. Ist das genial oder ist das genial? Ich find's mega genial, so. mir hilft's einfach nochmal und ich wollte es jetzt mit euch teilen, in der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen auch hilft. Wie gesagt, kennst da jetzt andere Tarotnehmer, die Bedeutungen haben meistens sehr ähnlich. Anhand vom Crowley-Tarot stimmt's einfach, da passt's einfach. Das ist so fast aufs Auge. Und das ist mega, also da bin ich sehr stolz auf mich, dass da noch was gekommen ist.
trotz dem ganzen Gedankenwirrwarr die letzten Tage. Aber manchmal ist das auch gut, weil man dann sowas rausfindet. So, meine Lieben, ich sage Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen. Ich wünsche euch ein sehr starkes, transformatives Wochenende und dass du jetzt den Wandel da hinkriegst, den du hinkriegen sollst. Das ist wirklich jetzt hier Vollmond, ist das up to date und das kriegen wir hin, weil wir werden ja da hingeschubst automatisch jetzt. So. Was du auch noch machen kannst, damit es dir leichter fällt, acht wirklich bei allen Menschen, mit denen du so sprichst, auch mit Menschen, wo du vielleicht nicht in deinem Leben haben magst, mit denen du aber mehr oder minder sprechen musst. Achte immer auf das Positive, was du daraus ziehen kannst. Achte auch sehr auf deine Träume momentan, auf Zeichen, auf Wegweiser, auf... Wir werden von allen Seiten unterstützt und ich sage, ich habe es auch gestern mitgekriegt, obwohl ich da so in der Birne unterwegs war. Selbst da habe ich mitgekriegt, dass ich von allen Seiten unterstützt werde. Ich habe es halt noch nicht wirklich ohne mehr können. Heute ist mir das schon wieder besser gefallen, leichter gefallen, weil ich mir halt auch schon wieder... Ja, weil es einfach halt einfacher ist. So. Und den Fokus auch nochmal mehr darauf ausrichte und halt einfach mache, was ihm manchmal Spaß macht. So, meine Lieben, ich sage Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen. Wenn du in Innsbruck noch dabei sein möchtest, tu die um. Tickets gibt's eine Woche noch, weil nächste Woche bin ich schon da. Haha. Abendkasse gibt's keine. Berlin bin ich am 30.11. Zur Erklärung, warum die Kärtchen da jetzt einen 10er mehr kosten, ist einfach, weil da Channeln jetzt dabei ist, Vollgas-Channeln. Und das war früher nicht dabei, wo ich quasi diese 30 Euro bestimmt habe. Darum habe ich den Preis nochmal ein kleines bisschen erhöht, die 10 Euro, die kannst du da schon leisten, weil es einfach dieser Abend wert ist. So. Dann am 19.03. ist in München ein Event. Wenn du da mehr drüber wissen möchtest, ist alles unten verlinkt. Ansonsten, yo. Ich hatte vor 2 Tagen 2000 YouTube-Abonnenten. Ich weiß nicht, wie gerade der Stand der Dinge ist. Ich find's mega geil, weil ich da in einem Jahr wirklich mega gewachsen bin. Aber ich möchte natürlich weiter wachsen und das kann ich mit deiner Hilfe. Und ich habe auch ein Zuckerl für euch. Es gibt eine wunderschöne Überraschung für euch, die euch sicher gefallen wird. Bitte, bitte fleißig teilen, teilen, teilen. Die Überraschung gibt's, wenn da mal 3-4 Tag 2000 plus steht bei Abonnenten. So, dann gibt's für euch einen Zuckerl, eine Überraschung. Ich weiß schon, was ich da treiben werde und das ist... ein Geschenk dann an euch, aber ich möchte vorher ja mehr Abos haben. So. Dann sage ich Dankeschön fürs Einschalten und Zuschauen. Ah, genau, wenn du persönliches Reading machst, wenn du sagst, boah, nein, ich komme gerade gar nicht klar, melde dich gern bei mir, dann schauen wir, hey, was los ist, ob vielleicht doch eine Inkarnation drin steckt oder ob irgendein Verstorbener dir was sagen möchte, etc. pp. Ich kann da in wirklich alle Ecken gucken. Ich bin da auch da sehr gerne behilflich. Mittlerweile kriege ich meine Zeitangaben auch ganz gut hin. Insofern melde ich gern unter www.seelenzauber.info. Wichtig ist bloß, dass du bereit bist, in deinem Leben etwas zu verändern. So, weil sonst können wir uns das Ganze schenken. Dankeschön noch zum 150. Mal fürs Einschalten und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!